Wer ist Favorit heute? T1. T1 ist auf jeden Fall Favorit. So, die Rumble-Frage kann also beantwortet werden, weil, well, Skana hast du ja gebannt als T1. Das können sie Rumble und Ash bannen, die Freaks, weil wir Skana rausgenommen haben. Mal sehen, ob sie beide rausbannen werden. Ich glaube nicht, dass sie Varus Ash auflassen wollen gegen unsere Boys. Wie schaut sie? Hey, guten Morgen, Isis. Grüß dich. Morgen. Jaxban verwirrt mich immer extrem aktuell. Weil der spricht halt irgendwie für einen Sinsau Jungle und auch irgendwie für Camille Toplane. Aber du kannst weder noch, also Sinsau braucht den Jaxban nicht. Und Camille kannst du nicht blindpicken. Weil dann spielst du gegen Renekton. Also es gibt nicht wirklich Sinn irgendwie. Weiß nicht, was der Hintergrund vom Jaxban ist. Vielleicht nehmen wir das nochmal in irgendeiner Series präsentiert. Dann nehme ich Hattie. Da kommt der. Die Kong of Freaks Draft, also auch generell gegen T1 zu draften, ist halt nicht unbedingt so schwer, ehrlich gesagt. Du weißt die Prioritäten schon, aber das hat viele Must-Bans. Und der Fakt, dass T1 selbst gerne rausgenommen hat, ist ein bisschen verrückt. Also eigentlich picken wir jetzt Tristana in jedem Szenario. Wird jetzt Tristana auf 1 eingeloggt für unseren Lieblings-Goat. Und dann picken wir, na, oh, wirklich Sejuani. Ich finde, das haben viele Teams so diese Haltung, dass es fein ist, Korki gegen Tristana zu spielen. Und ich agree einfach nicht. Und als wir schon mal gegen Faker gesehen haben, hat der Faker im ersten Game Korki gegen Tristana gespielt, wurde gesolo-killed. Im zweiten Game Tristana gegen Korki und hat gesolo-killed. Also Tristana just wins. On average. Von daher, wenn ich jetzt hier Kasso, wenn ich jetzt Leaper wäre und Bulldog, pick Tristana. Pick danach irgendeinen. Ja, it just makes sense. AP Jungler, ja. Jetzt geht Faker Korki oder aber vielleicht sein Azir. Mal mit Sejuani kannst du Azir gehen. Aber ich pick wieder Korki. Heißt, die Draft ist sehr leicht zu lesen, auch für die Kwangdong Freaks, und bisher mag ich ihre Ansätze mehr. Ich habe lieber Tristana Maokai als Sejuani Korki, wenn es um Mitte Jungle geht, aber natürlich kann Sejuani auch sehr gut mit dem Support harmonieren oder mit Toplaner harmonieren. Das Game ist ja nicht nur Mitte Jungle, aber schon angenehm, Tristana Korki zu haben, wenn du die Wahl hast. Anwesend, grüß dich Mythos, anwesend Onik, anwesend Tobi, anwesend. Grüß euch meine anwesend süßen Zuckerhäschen, grüß euch. Anwesend Michetti, grüß dich, Vulpes anwesend, Sandy, Justin, Straders, Julischka und auch der Michael ist anwesend und der Nico und Belo und der Sixman und Mr. Spock, Bad Better. Traxis abwesend. Schreibt aber in Chat, lol. Murazor, Dominik, Firecharge, der fette Frosch, Gündi und Isaac Newton. Guter Name. Als Saquon Trick. Danke dir, Zero Spellbound, auf deiner Twitch-Prime. Willkommen, anwesend, mein Dude. Anwesend während Elnring DLC? Gönn dir, Bro. Ich bin gleich da, wo du bist. Das haben manche von denen eigentlich in der Hand. Das sind Handwarmer. Die machen deine Hände warm. Damit deine Hände nicht frieren, damit du nicht mit kalten Fingern zockst. Hast du jemals mit kalten Fingern gezockt? Es ist richtig scheiße. Woher kommt eigentlich O7? Wenn du 7 TV hast, dann ist O7 ein Emote, wo ein Smiley Face salutiert. Weißt du, das O und die 7 sieht aus wie so ein salutierender Arm. Dafür musst du aber das, musst du halt 7 TV für haben. Und woher kommt das? Well, das ist halt so eine Geste des Respekts zollens, ursprünglich aus dem Militär natürlich, was sehr zweckentfremdet wird von Twitchat und generell. Yeah. Wieso gucke ich eigentlich immer Lolle, wo ich es nicht mehr spiele? Wie lange hast du dich gespielt, Murazor? Ich meine, die League of Legends gucken macht schon Spaß, oder? Das ist schon cool. Ich habe noch nie League of Legends, du hast noch nie League of Legends gespielt, Murazor. Wow. Okay, dann ist immer zu gucken, ist auf jeden Fall wirre, weil dann verstehst du ja weniger. Weißt du trotzdem, wie alle Champions und so heißen? Oder? Nein. Und verstehst du trotzdem genug in den Cast, dass es dir Spaß macht? Oder warum guckst du immer wieder? Denn du kannst ja teilweise vielleicht gar nicht einen Überblick behalten, auch gerade wenn jemand mit sehr viel Denglisch kommentiert und so. Es guckt sich gut. Ja, cool, das beeindruckt mich. Weil dann, krass. Gut, dass du genießt. Das freut mich, Bro. Ey, deine Steak hier. Grüß dich, mein Du. Vielen Dank für den Sub. Vielen lieben Thanks. Ich spiele ja auch kein Fußball und ziehe mir die DM rein. Ja, aber das ist ja nicht zu vergleichen, Leute. Oder fucking Fußball hatte kein Balance-Patch in 200 Jahren oder so. League hat einen alle zwei Wochen.
Kann man nicht vergleichen. Fußball ist viel leichter zu verstehen. So, T1's Draft ist, also den Asvel Deona finde ich extrem geil. Jetzt haben wir von Mad Lions an und nicht Mad Lions. Wir haben in Europa gesehen, aber vor allem natürlich hat das T1 selbst spüren müssen, am eigenen Körper, als sie gegen Gen.G gespielt haben. Jetzt sagen sie einfach, Gen.G, wir nehmen einfach eure Draft selbst und spielen. Asvel Deona mit extrem viel Damage. Mag ich sehr. Ich mag auch sehr, dass wir jetzt so 2,5 Frontline Champions haben, ne? Also 2 mit Leona und Sejuani, dann halb mit halt Meganar, wenn immer ein Meganar da ist. Also sie haben jetzt basically 2 AD Carries und einen Nah, der auch oftmals AD Carry Gameplay hat. Beide Seiten spielen mindestens 2 AD Carries, so wie immer. AD Carry ist sehr, sehr fucking OP aktuell. So wie immer. Letzten 4 Jahre schon. 5 Jahre. Dieses Jahr ist das 5. Und, ja. Ich mag Kwangyongs Early Game Theorie, also deutlich mehr. Ich finde Maok Katastana viel angenehmer zu spielen. Aatrox gegen Nas aber sehr nachfavored, gerade im aktuellen Patch, wo Aatrox genervt wurde. Und Botlane Matchup ist auch gut für Asvel. Leona und T1 hat in den letzten 7 Matches gegen Kwangyong immer 2-0 gewonnen. Auf einer 14-Game-Winstreak gegen die Freaks, also we shall not lose today. Let's get into the game, Chats. Anwesenheitspflicht erfüllt von einigen schon im Chat. Können stolz auf euch sein und wir gehen rein. Ja, die Freaks waren natürlich auf dem Tristana Early Game spielen, ein paar Drachen secure mit Maokai und dann Late Game Soul Absicher mit Maokai und Double AD Carry. Wenn die Freaks scalen dürfen, auch scalen sie uns wahrscheinlich sogar auch. Denn Ceri, Tristana als 2 Crit AD Carry sind besser als nur ein Crit AD Carry in nur Corki, denn Asvel ist ja mehr so, ne, Asvel Build Puff Dinge. Mit Hydra, Mana Mew und Triforce, einem guten Stuff, Zerildas und so, kann man geil helfen. Yeah. Trade offer. You get artwork, you get Corecast von BN oder Scrim. Von Prime League oder Scrim. Meinst du das Mockingbird? Also ich habe beides jetzt nicht auf dem Corecast-Schirm. Prime League habe ich gestern gecocastet mit Henno gemeinsam. Ansonsten habe ich jetzt nicht vor, irgendwas anderes zu co-casten, außer LCK und LEC. Die LPL machen wir auch nur dann, wenn sie gerade gut reinpasst aktuell, weil ich einfach nicht hinterherkomme sonst. Hab ein bisschen an mir selbst gemerkt, dass es etwas schwerer wird, jeden Tag 10, 12 Stunden zu streamen, von halt 8 bis 22 Uhr oder so, deswegen habe ich versucht, ein bisschen weniger zu streamen. Stream aktuell weniger die LPL. Die LPL ist auch ein bisschen weniger interessant geworden, weil sie halt Gruppenphase aktuell haben. Die haben aber bei Playoffs. Genau. Kleiner als 3. Ich mache erstmal heute Elden Ring DLC. Nein, der Highspeed. Vielen Dank für den Zeit, mal willkommen. Danke dir. Danke dir. Will schon mal ein Corki Midlane, wurde nicht zu AD Carry umgewandelt? Ja, aber wenn du die Frage stellst, solltest du doch fragen, warum spielt man Tristana Midlane? Die ist doch seit immer eine AD Carry gewesen. Und dann ist die Antwort natürlich, viele AD Carries in Midlane sind sehr, sehr stark darin, Pressure zu haben. AD Carry ist eine absurd starke Rolle, die hat in sehr vielen Matchups einfach gewinnt. Und range den Gegner und kann reinpushen, was gerade in Midlane extrem wertvoll ist. Sowohl für Corki als auch Tristana. Und das macht halt AD Carry stark. Auch AD Carry Topliner sind ja extrem mächtig, weil sie halt eben outrangen und dich reinpushen und dann dich bullien können. Danke dir, Babatong. Vielen Dank für den Sub, Mann. Willkommen. Danke dir. Tolkien war Elden Ring dein erstes Souls-like? Ja, war es. Nach Elden Ring Dark Souls gespielt, Sekiro und Lies of P. Was hältst du von neuen Champion? Guckt euch mal gerne das YouTube-Video dazu an, zu Aurora. Auf jeden Fall ein sehr wildes Kit, sehr hart zu balancen mit der ganzen Mobilität. Langweilig die sehr kleinen Champion-Pools in Pro-Play eigentlich. Ich glaube, ich nehme das anders wahr als für die Zuschauer. Ich finde nicht, dass die Pro-Play-Champion-Pools so klein sind. Aber ich bin auch meistens happy damit, wenn ein Champion mal Pro-Game quasi komplett neu ist. Oder sowas, oder Pro-Series auch. Und ich bin großer Fan auch davon, wenn Sachen perfektioniert werden oder wirklich auf höchstem Level neu gestaltet werden. Ich bin extrem beeindruckt gewesen, zum Beispiel davon, wie T1 und vor allem Keria die Meta bei Worlds geändert hat. Das hat mich extrem beeindruckt. Aber ja, also 2000 Milliarden Mal Kassante gegen Renekton natürlich durchaus langweilig, aber das gibt es zum Glück nicht so oft. Kork gegen Azeroth war auch für eine Ewigkeit langweilig und jetzt hier haben wir für ein Patch den gleichen Champion Pool. Dann kommt nach 2 Wochen neuer und dann wird wieder ein bisschen gewechselt. Klar, über die letzten paar Jahre waren es trotzdem immer wieder diese ähnlichen Champions, aber ich finde das nicht ganz so schlimm wie der Großteil des Chats, glaube ich. Aber natürlich bin ich trotzdem Fan davon, dass Chat glücklich ist. Von daher gibt mir vieles Draft und allen geht's besser. So, ich bin in dem Game hier Nah und Asvel eher selten gespielt. Und dann beide auf dem Patch wieder auch gebufft worden und geändert worden. Von daher wieder interessanter, T1 werde jetzt Botside. Kass hat Smite, aber ohne auch. Das Smite geht leider nicht an uns, deswegen ist Kass Level 4. Und jetzt sieht Owner sehr fucked aus. Er wird anrotiert von Tristana, denn Mitte hat Faker Nipri und im Matchup Owner flasht an Wand. Und der stand rüber. Genau richtiger Play.
Tut er sein Summoners, aber nicht sein Leben. Schade. Na, was Smite halt, Miss Time. Wenn wir Smite da gewinnen, Level 4 zu Level 3 sind, dann fighten wir das auch, aber ja, Tristana hat der Prio über Corki. So wie immer. Und dann fällt auch gar nichts dran ändern, ne? Der hat halt einfach keine Prio in dem Matchup. Und jetzt wird er gecancelt von Kass. Alles andere wäre toll von Kass. Yeah. Tolkien, du kriegst nachher 5 Subgifts von mir, wenn du den ersten Main-Boss im ersten Versuch legst. Aha. Okay, der erste Main-Boss ist also safe sowas wie Margit. So ein Gatekeeper-Boss, den man nicht schaffen kann, ja? Aber ich will gar nicht einen Boss lange fighten. Ich will am Anfang des DLCs einfach eine neue Waffe finden. I don't really give a fuck über den ersten Boss, der ist mir egal. Ich will eine neue Waffe haben. Ich will nicht mit meinem Hammer den ganzen Playthrough machen. Wir sind bei 10 Subgifts. Ich gehe mit. Wir sind bei 15 Subgifts für den ersten Boss. Okay, also wenn so viele Leute mitgehen, dann ist der erste Boss unmöglich zu killen, First Try. Anders als Dudu, der ist keineswegs unmöglich zu killen. Na, man muss bloß aufpassen, dass Maokai nicht zu gut covert, denn der ist hinter ihm. Dudu wird also einmal gedived und wenn die Wave dementsprechend sein sollte, wird man nochmal diven. Ihr seht, Topliner Zeus auch die ganze Zeit Pressure, von dem er möchte. Und das Ding ist, Arthos gewinnt das Matchup eigentlich nie. Das hier wiederum sollte Faker nicht fighten. Das ist ein bisschen overaggressive von unserem Homie in Midlane. Ist ja beim CS erstaunlich gut dabei, Faker Ninsky. Bulldog kann hier trotzdem für Dive gucken. Faker sollte die Wave lieber abtreten. Ja, der Trader wird nicht overaggressive. Tristana gewinnt man einfach gegen Corki. Jetzt die Reset für Tabis bei Dudu. Na, Zeus pusht oben noch die Wave durch mit Negana, sollte er das schaffen. Kann sogar die Wave einfach ulten. Ich persönlich würde die Wave ulten, damit Arthas nicht Level 6 wird und Item-Vorteil spielen darf. Einfach Level-Vorteil spielen beinahe bis dahin. Level 6 aktuell besser als Tabis. Guck mal, der Strein. Leona, Ezreal haben eine tolle Synergie. Machen sehr viel Schaden zusammen und lösen auch vor allem sich gegenseitig gut aus. Leonas Passiv wird der Passiv von Ezreal permanent geprockt. Sehr angenehm zu spielen mit sehr viel Damage, diese Lane. Und generell, Leona und Rell sind wahrscheinlich wieder die beiden besten Supports geworden. Was heißt die wieder? Leona ist seit langen Jahren endlich mal wieder richtig gut. Es war wirklich für Ewigkeiten, war Leona einfach kacke. Weil einfach die ganzen Tenacity-Runen zu OP waren. Und mittlerweile ist Leona wieder so stark. Also du machst so viel mit dem Champion. Der Gegner kann sich nicht bewegen. Ne, ist für eine Ewigkeit hat zum Beispiel Leona Rakan gecountert. Und hat einfach Rakan angefangen, Guardian zu spielen. Mit Unflinching. Und Sekund der Legend Tenacity. Mercs rushen. Auf einmal hat Leona ein CC für 0,2 Sekunden. Und er konnte sich aus jeder Combo lösen. Auf einmal hat Rakan Leona sehr einfach beantworten können. Und jetzt ist es wieder Verhältnisse gedreht. Leona wird auf einmal wieder stärker. Und das ist sehr cool. Leona ist ein geiler Champ zum Zugucken, finde ich. Denn sie hat höheres Risiko als andere Supports. Sie muss halt reingehen und drin bleiben. Anders als zum Beispiel Nautilus. Der kann halt einfach Ult schießen und raushucken, wenn er muss. Und Rell Leona, die gehen halt rein und sind halt drin bis zum Tod. In sehr vielen Fights. Faker jumpt rein, aber kaum noch Mana. Entweder Faker Rinsky geht die Base oder er findet eine Honeyfruit. Mal sehen. Oh, Botlane, Level 6 Leaper. Das ist gefährlich für Guma, unser Feature-Matchup des Tages. Guma ist recht mobil, aber Level 6 zu Level 5 natürlich immer ein Win. Für Leaper und auch Level 6 Ult von Ezreal macht halt relativ wenig in so einem All-In. Ziri ist einer der stärksten Level 6 Champions auf AD Carry, weil sie einfach Ult anwirft und halt so viel Damage in den Fight reinträgt. Nah erinnert mich immer an die NNO Division 2 Zeit. Ja, war eine gute Zeit. Der nahe Miracle Run, auch der nahe in den Playoffs war schon gut. War schon ein guter Champion. Und ist wieder gebufft worden, also auch wieder besser jetzt. Keeping the numbers advantage on that one is big. With how much control they've had the bottom side, no Drake to go over either. So Cuz kind of coming up empty on this one. Only the single grub, which is the important one for experience, but you know, with the changes to grubs. Oh, scheiß Move von Zeus. Dodge hat die zweite Q. Oh, schön Ult. Ja, ich meine, er wird ihn nicht töten können, aber der Trade ist super. Also noch ein Start. Oh, er kann raushüpfen. Red ist gleich da. Oh, Zeus, einfach raushüpfen. Red ist gleich da, Zeus. Ah, der Trade war zu lang. Nicht so viel traden gegen den gegen Aatrox und Ul, weil er sich dann zu viel hochsustainen darf. Das wollen wir nicht. T1 hat Free Will mit Aatrox top, meiner Meinung nach. Wie meinst du das? Du meinst, sie sollten Aatrox blindpicken oder wie? Oder wie meinst du das? Er hat getötet ihn. Ah. Er hat wieder E ab, er kann nicht sterben. Glaubst du, Kwangdong ist dieses Bild ein gefährlicher Gegner? Nicht unbedingt für T1, auch nicht unbedingt für die Top-Teams, aber sie sind auf jeden Fall sehr viel besser dabei als noch vorher.
großer Fan davon, dass Kong noch Freaks improved hat, weil die auch bereits im Spring nicht terrible waren. Immer wieder so, ne? Die Chance gab Top 6, Top 5 zu erreichen. Wenn sie das schaffen würden, wäre super. Aber wenn du halt meinst, gefährlicher Gegner, ist halt die Frage für wen. Also potenziell für KT auf jeden Fall, da haben wir schon gesehen dürfen. Und für T1 hoffentlich eher weniger. Bisher sieht das Game auf jeden Fall super ruhig aus. Und das mögen wir. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz happy damit, wenn die Gegner nicht im Early Game bereits Drake kriegen und mit Tristanas Pressure anfangen zu snowballen, um mit Mao keine Seele zu erringen. Midgame sollte unser sein. Ezreal Luna kommt online, Nah kommt online. They tried to sell that last play so hard as well as Dudu going in when the Ando was coming up. I think Zayas read that extremely well and then was a little bit, you know, suspicious about any more lurking members there of Kwangdong Freaks. Top der Operation 20 CS Lead da oben, ne? Also es läuft super für Nah. Und dann sehe ich Gidulu scheinbar für Triple Longsword Build into was? Into Eclipse oder wie? Komm, was er da kaufen möchte, aber es ist auf jeden Fall unangenehm auf Aatrox aktuell zu itemizen. Das könnte First Blood werden, das ist First Blood, Kass ist tot. Für ein Gold für Kyria, Double Buff für Kyria, nice. Schon ein kleiner Kill da unten für 600 Gold, jetzt ins Kim noch Drake oben drauf. Das ist super. Faker hat auch erstaunlich früh Pressure Mitte, denn er ist ein bisschen im Bulldogs Kopf drin. Das Matchup ist nämlich sehr bad für Corki. Also, was ist, ist bad für Corki, dass Tristana gewinnt, aber Faker gewinnt das Matchup gerade. Sehr sexy. Gegen Schumacher hat es verloren. Und als er Tristana gegen Schumacher war, hat er es auch gewonnen. Aber hier gegen Bulldog merkt man halt vielleicht ein bisschen auch, dass Faker anderes Level Midlaner ist. Pusht also Mitte rein. Tristana filtert zwei Waves, eine Platte und alles. Das ist echt Crack von Faker. Dass er auch da Pressure Richtung Drachen absichern kann. Das ist nicht normal fürs Matchup. Den Base hier sollte er sogar spielen dürfen, wenn auch knapp. Bulldog cancelt ihn. Oh, Faker ist nicht offen. Faker, komm. Gerade gut gespielt, jetzt nicht trollen. Wenn dieser Green Reset in der Mitte, der muss nicht sein. Jetzt darf er nicht basen, ohne fast zu verlieren. Das ist ein bisschen unangenehm. Wenn er einfach sichere Base wäre, wäre es durchaus besser geworden. Aber, you know, it's still okay. Could be better, could be worse. It's fine. Krass für Top-Lane-Ganken-Kombo. Das ist kein schlechtes Timing. Denn Zeus ist gleich Minina. Das könnte man spielen. Man wartet auf Minina. Aber die Web ist weg, also. Nur mit Bulldogs Move könnte man es machen. Und Bulldog ist in Mitte geblieben und will weiter einen Faker canceln. Schafft das, normal Faker zu canceln? Faker wird auf jeden Fall selbst eine Platte durch sein. Mehrmals gecancelt, ein Reset. Blöd. Aber nicht terrible, lieber rechtzeitig basen und für Wallcraps da sein und Platte halt opfern, ist okay. Kehre bei dem Team ein bisschen in die Midlane, dass halt immer nur eine Platte fällt und die Minion Wave immer noch an T1 geht. Wenn auch nicht an Faker, sondern halt an den Support von T1. Folge sind fast alle AD. Ja, und jetzt? Oder welches Team meinst du? Das linke oder das rechte? Beide Teams sind fast voll AD. Spielt aber keine große Rolle. Full AD ist immer fein. Full AP ist ein Problem. Oder was, worauf bezieht sich deine Aussage oder deine Nachricht? Quantum Freaks, neuen Spieler, neuen AD Carry. Quantum Freaks hatte ja Bulldog und Bull und jetzt haben sie Reaper. Ich bin auch verwirrt von Eidloffs Nachricht, weil er schreibt halt Full AD und dann diese beiden passiv-aggressiven Augen. Oh, warte, Faker going in for the solo Bolo, wird weggeultet. Faker macht echt einen guten Job hier in Mitte. Not bad. Oh. Nice. Ich dachte immer, Full AD ist schlimmer als Full AP. Nee, war es auch noch nie. Full AD ist eigentlich immer um einiges besser, weil halt AD Carries einfach stärker sind als Mages. Wenn es um DPS geht, machen AD Carries mehr. Haben auch Items wie Lord Dominix, gerade noch bevor Lord Dominix dieses Jahr ja mehr oder minder genervt wurde, Giant Slayer weggenommen wurde, war es nochmal besser. Und Mages haben erst dieses Jahr hier ihr zweites Magic Pen Item bekommen mit halt Crypt Bloom neben Lord Dominix. Und ja, Full AD ist immer einfach spielbar. Full AP ist meistens unplayable. Der Gegner kauft Mercs, kauft irgendein Mehr-Item und ist direkt lost. Also auch wenn du dich irgendwie so an Arguin Freddy erinnerst, die haben immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass sie nicht Double AP mit dem Jungle spielen. Auch aus gutem Grund. Und wann immer ich Top-End spiele und der Gegner Triple AP Topside, also stell dir vor, die haben so Cannon Top, Diana Jungle und Azir Mitte, dann ist das Game direkt so easy zu spielen. Du kaufst auch Mercs, Hexdrinker Maw oder Spirit Vision ist einfach so free. Also nee, Full AP ist um einiges schlimmer. Aber es ist nicht mehr so viel schlimmer als früher, weil halt die ADs ein bisschen genervt wurden mit wegen Giant Slayer und auch weil halt Crypt Bloom hilfreich ist. Schön an Gage Botzeit, die Ult von Solar Flare trifft leider nicht ganz und auch nicht Sejuani's Ult, aber trotzdem zonen wir Leaper und Andel ordentlich weg, das heißt, wir können das Bottom belagern. Und wir haben 4 Voidies, das heißt, der Bottom stirbt schnell. Das sollte für Star Turret werden, sogar noch mit den finalen Platten oben drauf und auch Faker mit der beinahe gesolo killt, also das Game läuft subi.
Oh, jetzt wird hier die Ult nicht ganz korrekt geblockt von Kyria und Owner. Ich glaube, wir waren von Guma Yuzi. Wir hätten lieber den Turm nehmen sollen, Boys. Aber man muss natürlich Maokai auch respektieren zu einem Degree. Wir müssen nicht bei Grom fighten gehen, aber... Ja, ich meine, wie oft Faker dieses Game fast oder gecancelt wurde. Wenn wieder mit die Kamera zu ihm geht, ist er so kurz davor zu basen, während er auf ihn rausläuft, raufläuft. Letztes Midgame startet jetzt, ne? Wir haben jetzt unseren Triforce Power Spike auf Corki, auf Ezreal. Wir haben gleich Triforce auf Nah. Heißt, unsere drei Triforce sind ready. Eine 3 Triforce ist auch perfekt. Wirklich eine wahre Trinity Force bei T1. Und ja, eigentlich wollen wir jetzt alles im Midgame fighten, was da ist. Drachen holen, Voidcrabs holen, Herald holen. Und nicht den Gegner auf 3 Items gehen lassen. Auf 3 Items sind die Kongno Freaks, wenn sie even sind, glücklich. Mit Tristana und Ceri als Crit Eddie Carries. Da sind wir dann wiederum relativ unglücklich. So, Faker Sword hat sie in Botlane und Faker will jetzt Dudu matchen. Dudu hat Eclipse fertig, aber weiß nicht, was er damit für machen kann. Weiß nicht, ob mir das Matchup gefällt, das Lane Assignment, weil Tristana ist ziemlich geil gegen Minina. Hat jetzt auch sogar Prio gegen Megana. Kann zuerst den Fluss betreten, Kaelin dann reinpushen und Faker ist zwar winning gegen Aatrox, aber es wäre besser, Faker spielt weiter gegen Tristana, wo er auch gewonnen hat, während halt Zeus Aatrox matcht. Also die beiden ohne Teleport Botlane, die beiden mit Teleport, Joke, andersrum, ist ein Mismatch. Wenn jetzt einerseits Teleports bei Zeus und bei Dudu und der eine ist top, der andere ist Botlane. Was gerade tendenziell winning für Corner of Freaks ist, weil der Tarot gestartet wird. T1 könnte Drake traden und Faker kann hier nicht da sein, er kann Teleport. Die Freaks brechen aber wieder Drake ab und weiß nicht wirklich wieso. Sie hätten Überzahl gehabt, wenn sie wollen. Haben auch Prio, wenn sie wollen, auf Toplane. Und können wir Toplane eröffnen. Jetzt sagt einfach Ona, ja, scheiß auf Harold, ich dive Botlane mit Faker und dann machen wir Drake, wenn sein muss. Alle Camps sind ab. Also das schmerzt gerade extrem für die Kronkorn Freaks. Faker kriegt First Turret. Wir klauen Camps und wir traden Drake. Dann ist viel besser für uns. Und wir hätten die Freaks einfach auch instant durchziehen müssen. Wenn sie direkt einfach den Play machen, wäre es okay. Und jetzt hier Endel gegen Triforce nahe, der kriegt so auf die Fresse. Warte, ist Endel einfach tot hier? Endel ist einfach tot. Jetzt ist Zeus gleich mehr genau. Der rennt erstmal Richtung Turret, um sich selbst zu retten. Das ist spielbar. Jetzt kommt Guma dazu. Das wird ein Desaster für die Freaks. Wir gewinnen das easy. 3 gegen 3 oder jetzt hier 2 gegen 3 am Ende. Bulldog holt immerhin noch den Turm, aber es ist müßig. Castan Flash sollte dementsprechend überleben und Botlane Dudu muss hier vielleicht seinen Flash aufopfern. Oh, nicht wirklich, nicht so viel Schaden. Faker hat auch keinen Mana mehr und Faker kann hier vielleicht sogar sterben. Aufgepasst vor Dudus Flashplay. Dudu will hier 1v2 gewinnen und Dudu kann das machen. Er zwingt Owner's Flash. Faker rennt einfach raus und jetzt kommt Lieber runter rotiert. Ah, nicht 2 Plays Zeit der Start, ne? Toplane und Botlane. Einfach Turm nehmen zu Drake wäre besser. Aber man hat auch noch 2 Camp geklaut und wir haben Topland Turm zwar nicht verteidigt, aber für Bot getradet und wir rechnen uns mit Topland Turm. Sehr sexy für uns. Der Triple Triforce Pog ist halt unser Midgame Power Spike, den wir gebraucht haben. Jetzt Reset eigentlich. Ich würde Top nur dann spielen, wenn wirklich. Oh, warte, diven wir Tristana straight? Wir haben noch keinen Solar Flare auf Kyria und kein Hextech Flash. Ist nicht so einfach. Aber wir sind dreimal Topland, also wir überladen extrem und wollen ihn tauchen gehen, die Bulldogge. Da kommt Kyria auf seiner Leona, er kommt reingelaufen, zieht die Klinge, sitzt aber Tristana ist halt absurd safe als Champion. Den Turret bekommen wir, aber fallen in den Drachen. Jetzt aufgepasst, dass Faker nicht gedived wird. Zeus kann er direkt recallen und teleportieren, um Faker zu retten. Natürlich ist Faker mit der Wave schon fertig, also ist okay. Denn Owner ist unter dem Turm und rettet ihn vom schlimmsten Dive. Es wäre die Sejuani schon da gewesen, wäre okay. Anwesend, sorry für die Verspätung, aber ich habe einen guten Grund. Ich war beim Zahnarzt. Ja, Liverpool weiß jetzt nicht, ne, ob das ein guter Grund ist. Man kann auch beim Zahnarzt zugucken. Bonk. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Weiß ich nicht. Engländer schauen Fußball auch mit kaputten Zähnen. Ganz genau. Ganz genau. Zahnarzt-Termin kann man verschieben. Ja, dass du ihn auch absolut, dass du ihn direkt auf das T1-Game legst, ist einfach nur frech. Du willst ja provozieren, kann das sein? Und Botlane all in, nicht bad, haben wir genug Damage, gleich noch Eclipse-Schild, es kommt nicht durch, perfekt, gut, dass ich sie chain, da sieht man die Value von Tenacity, die man brauchen würde, aber Leona kann einfach durchziehen.
Jetzt wird Naunin, das wird sich gerecht. Zeus ist tot. Aber Kiria ist Full Tank. 4 Mann wollen jetzt noch tauchen gehen. Wer hat der Teleporter? Wir sollten nicht mehr investieren. Der Stunt noch Endel. Kiria mit dem Solo-Kill gegen Endel. Und Kiria macht Meta. Lol. Und wir traden währenddessen Mid-Turm und noch vielleicht ein Top-Turm. Also, HVHP auf Top-Turm, den sollten wir niemals komplett kriegen. Aber HVHP ist ja auch schon mal ein Achievement. Faker geht direkt Bulldog-Fight. Junge, Faker macht so ein geiles Game, by the way. Das Matchup so zu gewinnen, ist absolute Nicht-Standard. Jetzt geht Owner über die Wand und Owner misst leider seine Sigil angeholt. Ein wahrer Obsess. Aber Faker darf noch ein bisschen Turm hitten und ja, bald. Ne? Wenn Owner hittet, ist Bulldog tot. Wenn nicht, nicht. It happens. Ey, da hat ja Max Finna von den Zappen willkommen. Danke dir. Ich grüße Sven und Jakob aus meinem Niederdeutsch-Seminar Watch Party zu dritt. Grüße Sven und Jakob aus dem Niederdeutsch-Seminar. Bin zu spät. Was auf Fick ist Niederdeutsch? Zählt das trotzdem als. Ich habe keine Ahnung, aber whatever. Irgendwas in Niedersachsen oder wie? Ich habe keine Ahnung. Grüße ihn auf jeden Fall raus an Sven und Jakob. Super. Kiria solo killed mit Hilfe des Turrets. Enemy Support und tradet also sein Leben nochmal entgegen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber langsam geht's los, denn die Kong und Freaks kriegen ihre Items zusammen. Die AD Carries sind jetzt jeweils bei Flicker Blades und einem Attack Speed Item angekommen. Kraken, Schrägstrich, Statics. Auf drei Items werden die AD Carries mächtig, aber wir haben schon jetzt einen fetten Gold Lead und freuen uns eines soliden Vorteils. Und wir alle kennen und lieben T1, denn wir wissen genau, was jetzt stattfinden wird, Chats. Nash spawnt, Nash wird gleich gestartet. Wir brauchen nur einen einzigen Play in Mitte und dann machen wir Nash. Der Play ist gerade auf Endel, aber das ist nicht unbedingt unser bester Play. Faker TP das jetzt rein, er wird direkt in die Mitte von drei Leuten TPen und da ist Faker nicht so gut zu Hause. Obwohl doch zurückgeholt, jetzt ist Zeus da. Faker sollte hier sterben, kann auch Endel traden, die Antwort ist ja, aber wow. Das war sehr overaggressive von uns. Wir können easy warten, dass der Gegner sich auf Sideline zeigt, bevor wir da Mitte fighten. Weiß nicht, was sich Owner und Kira dabei gedacht haben. Da muss nicht sein. They have this moment where they push up a little bit too deep into the blue buff area and get pushed back. We've seen it in every single matchup. Er hört auf Sidelines, Leute. Wir haben Corki Sidelane und Nas Sidelane. Es gibt keinen Grund, Mitte so zu fighten, bis nicht irgendwer sich zum Beispiel Toplane zeigt oder sie Botlane cover müssen, weil sonst gewinnt ihr einfach nahe gegen Aatrox. Und dann fighten wir einfach zu tief rund um Wölfe, Blue Buff, was auch immer, Midlane. Und dann TP Faker rein, weil er halt muss und der Fight ist einfach zu früh. Der Fight ist komplett fein, wenn wir ihn später machen und sich jemand von den Gegnern auf Sidelane zeigen muss, aber so. Alle da sein können, stinkt das. Nicht gut von T1. Malenia down. Ja, ich habe gestern noch Malenia gemacht und ich habe das Game kurz beendet. Malenia hat eine Stunde und länger gedauert, 30 Tries, also war wieder anstrengender als erwartet, bin ich ehrlich. Malenia ist Macherin. Aber dann Radagon war easy, of course. Horalu ist easy und auch Dingens war easy, Elden Beast. Aber was ziemlich cool, beim Elden Beast kann man jetzt reiten. Das sieht auf jeden Fall einiges cool aus zum Zugucken und auch zum Spielen. Genau, aber ja, noch schnell das Spiel durchgespielt. Warte, Toplane, Solo-Kill Engel? Niemals. Arthos hat Standard Sky, er kann nicht sterben. Macht Ultan, hielt sich 500 Leben. Yep. Und es war ja noch 500 Leben durch Anti-Heal, weil nach spielt er bereits Anti-Heal. So, jetzt wird hier der Drake mitgenommen. Nice. Nice. Das ist überhaupt nicht nice. Bis, ja, jetzt ist nice. Zeus ist da, das sollten wir hart gewinnen. Trust. Das Sandam ist useless. Trust. Faker kann sie beantworten. Oh, Faker kann sie nicht beantworten. Oh, oh, Leute. Oh, oh. Wir sind about to get outscaled, boys. Komm, Guma, hit die Q. Nein, Faker jumpt nach vorne. Oh, Bulldog jumpt raus. Das Tana ist so fucking overpowered. Können wir aufhören, gegen sie spielen zu wollen? Wenn sie wieder first picken können, dann haben wir eine fucking Sejuani gefirstpickt. Das Tana ist so OP. Oh. Kann einfach so easy alles auf die Fressen, was vor ihr steht. Machst du nix. Ja, ich weiß nicht, warum wir so spielen wollen. Ich meine, wir können contesten Drachenfights, aber Bulldog spielt einfach sexy, muss man sagen. Holt ihr da die Sejuani, holt unsere Leona, das Cringe, und dann gehen wir mit Leona alleine rein.
Denn wenn Nahe reinflanken kann und rechtzeitig da ist, maybe okay, aber auch wenn da ankommt, ist er halt mini-nah. Also er kann Kass einsammeln, aber das mit dem Wert, look at Tristana, das Champion, schießt, ah, es ist einfach, es ist disgusting, was der Champion nicht alles kann. Da zu spielen. And so Quantum Freaks make a decisive call to go forward and we'll get away with it on a knife's edge. T1's still ahead, but Quantum Freaks striking back again. This team is so much better than they were in Spring Valdez. Warum werden die asiatischen Namen nur gezeigt, wenn ein Champion gestunt wird? Das ist nicht gestunt, das sind nicht die Namen, da steht einfach nur gestunt auf Koreanisch drüber. Bulldog, größer. Es gibt doch nicht wirklich die asiatischen Namen, diese Pro-Player haben halt einfach, das sind ihre Namen, die sie gewählt haben, sind halt die englischen Namen, basically. Die meisten Koreaner in der ersten Generation haben sie einfach in irgendein random englisches Wort genannt. Also sowas wie Faker oder Peanut oder Steak oder Piglet oder Impact oder Bang oder Wolf oder ganz viele andere Beispiele. So, das gefällt mir nicht, Boys. Wir haben Teleport auf Zeus, aber er ist jetzt schon mega nah. Das heißt, wenn er TP'd, ist er Minina. Dude ist geil von Maoka und die Kwangdong Freaks kriegen Nash hier. Können wir den Fight gewinnen? Maybe. Aber das ist immer noch nur ein Trostpflaster. Ja, Andel opfert sich halt. He doesn't care. Er ist eine Rell. Er stirbt. Das ist fein. Ja, und hier noch trotz eines 4000 Gold Leads sind wir hier sehr schlecht dabei. Und ja, wir werden low-key outscaled. Unser Midgame war geil und wir haben einfach gemissplayed rund um Splitbush-Midlane-Prio-Situation. Das ist schon unangenehm. Ja, schon sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Wo kommt die Varmox mit daher? Varmox wurde hart gebufft. Gibt um einiges mehr HP, sehr viel früher. Also kannst du mit Support dann kombinieren oder auch mit deinen Runen und du kriegst direkt die aktive davon, die passive davon freigeschaltet. Einfach gebufft worden, das Item. Mit dem wird es gerusht auf vielen Junglern, auf vielen Supports und auch auf einigen Toplanern, aber eher weniger auf Toplanern. Auf Top eigentlich nur Mundus, Garna maybe. Also Garna auf jeden Fall in vielen Matchups, aber ja, kannst vielleicht auch auf Ohren Varmox Toplane gehen, aber Ohren scaled sogar mit Armor und MR, deswegen ist nicht ganz so geil. Hier auf jeden Fall haben wir gleich 4 Varmox, ne? Wir sehen ja bei Sejuani und Norton, das Keria bereits auf Leona. Kast ist gleich mit Varmox fertig, baut es gerade als zweites Item. Auch sehr, sehr stand auf Maoka natürlich. Oh, warte, wir engagen auf Leaper, aber ist das der Play Keria? Weil he will die, ist es nur eine Frage der. Ne, Joke, er stirbt nicht. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen zu viel Angst davon, Dudu, der von Top-Down auskam. Ich dachte, dass Keria in den reinlaufen müsste. Er kann einfach Richtung Buff entkommen. Alles entspannt. Ja, wir gewinnen theoretisch Sidelane oder hätten Sidelane gewonnen, aber spielen wir gegen Nash. Jetzt look at this. Zeus wird anrotiert von Maokai. Das heißt, Zeus muss hier versuchen rauszukommen, was echt schwer ist. Eigentlich sollte Zeus so viel Zeit kaufen, wie er kann, noch die Wave clearen und dann sterben, während Faker Bot durchpusht. Vielleicht können wir Botlane beantworten. Zeus versucht hier rauszukommen, aber es ist. I mean, er wird Minina, Great Escape. Okay. Noch Flash gezogen, nicht schlecht. Er hat auch noch Sterix Gage. Wait, wir diven Botlane. Das ist super von Zeus Top eingespielt. Dass Bulldog das überleben kann, ne? Also. Tristana ist so frech. Flash Faker rein? Nein. Nee, no joke, ey. Tristana ist so fucking OP. Aber auch sexy von Bulldog gespielt. Und wieder T1, ähnlich wie letztes Mal gegen Dammon. Wir haben in Game 2 einfach Tristana selbst gefirstpickt und in Game 1 Corki dagegen spielen wollen. Und Faker hat wirklich extrem gutes Matchup beantwortet. Sehr geil gespielt und sogar gewonnen, ja. Mit Lane Platten geholt, CS-Hit gehabt, beinahe gesolo-killed. Aber ist trotzdem nicht worth. Auch wenn Faker besser spielt als Bulldog, ist Tristana halt OP und Bulldog spielt gerade Teamfights mit seinem Hopper extrem gut. Faker wurde gerade TP gecancelt, schönes Ding von Andel. Shattering Strike und Drupted TP, deswegen kriegt Dudu jetzt den kompletten Top-Turm. Also, die Freaks spielen das super. Die Gold Lead ist trotzdem nicht insane durch den Nash angewachsen, aber es muss es ja auch nicht. Sie haben Drake bekommen, vor allem auch Nash veraltet und sie scalen halt besser als wir. Und look at this, halt wirklich Bulldog. So klatsch, dass er es überlebt hat. Na, Bulldog mit schwarzen Haaren wieder besser als Bulldog mit blonden Haaren. Blonde Haare Debuff. True Rust. Ja, und Zeus noch gar nicht schlecht gedacht. Also er hätte noch die Wave clearen können, aber, I mean, Flash zu ziehen ist besser. Von daher nicht schlecht von ihm. Am Ende stirbt er hier, glaube ich, so ganz serie über die ganze Wand drüber dasht. Ja, das ist in Ordnung. Das ist ein feiner Death. Gerade wir Bot dafür diven können, aber leider nicht ganz das Zahler bekommen, was bitter ist. Kann ich Varmax auf der Ken spielen? Klar, Varmax auf der Ken ist nicht schlecht. Kann man machen, klar. Noclaw, mein Freund, Noclaw. There have been some nerfs along the way, but still, like, that should be enough for 2000 gold at this point in the game. Seit wann sind die Kwangdong Freaks so gut? Ja, dieser Season machen sie gute Plays und sind so erfolgreich. Das sind wir von ihnen noch gar nicht gewohnt von zuvor.
Wann immer wieder halt ein Team, das Top 6 angegriffen hat, Top 5 maybe, und jetzt können sie vielleicht sogar Top 4 angreifen. Top 3 traue ich ihnen nicht zu. Ich traue noch nicht zu, dass sie gegen T1 gewinnen werden, die Series. Persönlich, aber ich bin vielleicht auch ein wenig blinded. Denn gerade Corner of Freaks ist nach wie vor behind in Gold, hat aber gleich Seele. Und die scalen besser. Also sie sind zwar in Gold behind, aber spielen, als wären sie vorne, weil ihre Draft trotzdem vorne ist, basically. T1 hätte Nash gebraucht und er ist halt weg. Dass die Nash bekommen haben und unser gesamtes Midgame vernichtet. Und jetzt gehört Late Game ihm. Es ist extrem spook, jetzt hier noch zu spielen gegen eine Scaled Tristana. Und die ist auch der Main-Fokuspunkt natürlich für beide Teams. Gefühlt auch der Observer sagt, ich muss nur Tristana zu gucken, das ganze Game, weil eh am Ende der Champion das Game carried. Ja, die Carries sind schon sehr, sehr OP. Da muss man nicht lügen. Vor allem in kompetenter Hand geführt. Ja, also Timon braucht jetzt einfach den Nash-Fight. Ich will nicht, dass wir für Seele fighten, wir fighten einfach für Nash. Wir sind noch 2k Gold vorne, das ist nicht gut, also... Gallo for the best. Guma hier als einziger an Gold behind, obwohl er der größte Bounty in unserem Team ist. Wie ist wieder mal das möglich, Riot Games? Keine Ahnung. Guma hat Frozen Heart gekauft, ist das gut? Spielst du so Midi-Range gegen Ciri und Ezreal und Tristana als Ezreal, dass du das prockst? Früher war Frozen Heart auf Ezreal natürlich geil, es geht auch mit Mana Mühen rein, dass du mehr Mana hast, mehr AD kriegst und so. Also es ist generell gut gegen Attack-Champions, aber meistens eher gegen Melees. Weil oftmals halt so, dass oh, warte, wir fighten, Ezreal sollte hier reinfliegen, Ezreal ist nicht ab, aber meint. Krass, aber so, I mean, der ist Full-HP gleich wieder, der hat Warmox, der ist einfach Face-Hash aus, läuft raus, Full-HP. Er muss nicht basen, er ist Full-HP. Ja, diese Art Catch, sage ich mal, ist es nicht, ne? Wir haben auch Ignite investiert, Doppel-Ult investiert, wir haben Face-Rush bekommen, der ist jetzt wieder ready, der Face-Rushy. Das ist schon sehr, sehr schwer. Und jetzt ist Kyria viel zu weit vorne, flasht raus. Marco oder Dean und Kyria sieht hier relativ fucked aus, denn Tristana hättet ihn. Und Tristana ist ein Champion, der alles killt, was ihr vor die Flinte kommt. T1 ist sehr lost hier auf der Karte. Es ist wieder Nash. Es ist das erste Game, das wir gegen die Freaks verlieren seit 14 Spielen. Das wird nicht. Das ist, ja, das ist es, Chat. Das ist sehr hart zu gewinnen. Jetzt noch, wenn der zweite Nash an die Freaks geht mit der Draft. Und wir haben nichts. Da muss jetzt gezaubert werden von irgendwem. Ich weiß aber nicht wie. Das ist, wow. 14-0 in den letzten 14 Games. 7 Matches in Folge 2-0 gewonnen. Die Freaks sind happy. Jetzt sind sie erstmal nicht in Gold vorne. Sammeln jetzt aber viele Turrets ein und dann damit tun wir schon tot. Wow, und jetzt haben sie auch gleich noch den Nash für Seelenfight. Also T1 ist ja eigentlich einfach outscaled. Wir sind einfach komplett outscaled. Wir können vielleicht auch Teamfight, weil wir das bessere Team sind. Bisher haben wir davon nicht viel gezeigt. Wir hatten Insane Gold Lead. Und um die 22. Dann haben wir Mitte geintet und seitdem sind wir gefühlt behind. Jetzt sind wir das erste Mal wirklich behind. Jetzt ist es Realität geworden, um ganze 600 Gold-Dublonen. Ja, seht die Goldkurve da von 5500 runter auf jetzt mittlerweile knapp minus 1000. Das ist schon heftig. Tolles Comeback der Freaks, aber auch ein bisschen Kacke von T1, diese Midlane-Fights. Einfach Sideline spielen lassen, dafür haben wir doch eine Nah gedraftet. Ja, also Drake müssten wir geben, ehrlich gesagt. Wir haben null Vision für Teleport-Flanks oder irgendwas. Wir sind einfach noggisch. Noggisch, wir sind noggisch. Der Drake ist tot, bevor wir da sein können, aber wir werden versuchen, trotzdem zu brute-forcen. Das ist eigentlich der einzige Weg. 83 CS-Serie, wie ist das möglich? Einfach alles fahren, was da ist. Alle Minions auf Bot und Midwave und dann natürlich auch noch vor allem Camps. Also eigentlich ziemlich, also das ist jetzt nicht unbedingt komplett easy, aber wenn du einfach wenig fighten musst und viel einfach queuen kannst, ist halt sehr, ist schon recht easy, gerade mit Support of Junglern, die ja nicht permanent farmen, sondern auch Camps abgeben wollen. Jetzt wird Dudu engaged, Dudu jumpt einfach raus und Drake gehört den Feinden. Kong No Freaks, well played. Kriegen damit Seele. Und jetzt ist das Game gefühlt in sicherer Hand. Danke dir, Score. Vielen Dank für den Zeit, mal willkommen. Danke dir. Wir lassen die Tristana offen. Ja, Tristana offen lassen finde ich geil auf Blue Side, aber du musst sie halt first picken. So, warum first picken wir Sijuan, wenn wir Tristana haben können? Das habe ich auch schon in Draft kritisiert und auch vor einer Woche schon kritisiert. Oder vor 2 Tagen, als wir gegen Damwon gespielt haben. Deswegen ist, wie gesagt, Faker hat geil gespielt, aber doesn't matter. Tristana ist einfach fucking OP. Und wir hätten trotzdem gewinnen sollen mit Triple Triforce Power Spike mit Game. Hat einen riesigen Gold Lead. Am Ende ist es trotzdem nicht unbedingt drafted, sondern schon auch
Player Death. Und T1 hat einfach ein bisschen getrollt. T1 muss jetzt hier zurückkommen. Wir schaffen das dieses Game, glaube ich, nicht mehr. Nächstes Game, maybe. Ja, we don't win against Aatrox. Gewinnen wir nicht mehr. Am letzten Punkt des Games. Nicht mit 4 Inferno Drakes. Wenn der Ultra da wie 680, den tötest du nicht. Der macht einen Autotech und hält sich alles dagegen, was du an Leben hast. Standard Sky plus Passive plus Death Dance. Tschüss. Wenn wir noch bis zum Elder rauszögern, ist winnable. Ja, wenn wir Elder stealen, ist winnable. True. Look at this Bulldog Damage. Dagegen kann man einfach nicht mithalten, egal wer du bist. Der Zeus Damage zählt nicht wirklich, weil so viel Fake Damage an Aatrox ist, aber ja, es ist Dubi cracked. But with this Tristana at level 18, it is scary times. I mean, Elixir picked up. Ich habe 100k auf eine 1,1er Quote gesetzt und T1 verliert. Ich gamba nie wieder. Du hast deine Lektion also gelernt, Traxi. Sehr gut. Dann immerhin nicht mit echtem Geld, sondern mit nutzlosen Augenringen. Aber T1 is getting fucked. Also no joke, we are getting fucked. Everybody's like saying, okay, calm down. It's alright, we're in the lead, but just stay strong, keep playing your game. Auch wenn ich Waveclear bei T1, ja, das geht eigentlich schon. Mit Corki Ezreal hast du bei weitem genug Waveclear eigentlich. Das passt schon. Zwei AD Carries sind immer sehr nice Waveclear. Klar, ist jetzt kein Aurelion Soul, den er hier auf den Boden macht, aber da gibt es auch nicht viele vergleichbare Champions. Anivia, A-Soul und keine Ahnung. Maybe Hawaii mit Doppel-E oder so. Ah, guck, Faker macht da schon sehr viel Wave. Das war gerade eine Q, eine Ult. Und Bulldog ist einfach leider zu OP. Der Guy. Der Guy, he is so fucking OP. As Sudo will World Ender and try to survive into this one. The Meganar available here for Zeus, gonna push him away, but the Steryx keeping him alive as the passive comes in. Yeah, we can't win, guys. It's Infernal Soul Aatrox. Hallo. It's Infernal Soul Aatrox in late game. Hallo. Oh no. Double kill for Dudu. Zeus kommt raus. Oder schütte am Gromp. Er ist 1 HP. Doesn't matter in the end. Kongno Freaks enden das Game mit der 36. Wow. T1 got fucked im Midgame, aber wir haben es wirklich auch viel zu leicht angeboten. Das ist nicht richtig gewesen. Also weiß ich nicht. Sehr überplayed von den Corner Freaks. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass sie gewinnen. Das 15. Game. 15 Games braucht es, aber niemand besiegt die Corner Freaks 15 Mal in Folge. Auch nicht T1. Und damit verlieren wir Game 1. Wow. GG. T1. We saw some upset wins from this team early on. The streak was there, but there were naysayers. There were people saying this team had an easy strength of schedule. They're not strong enough. There were doubters like me who said T1 win this. It's only game one, but they were behind nearly, I think, 4,000 gold at peak in this game. And 5,300 they brought it back. Look how hyped CBMAX is. He gave Dudu a huge hug after that one. This is a Kwangdom Freaks we haven't seen before. And that's what I feel like I got a new top LCK team. I've been asking for that for a while. It's my birthday tomorrow, Valdez. Yeah. Ja. Ich würde sagen, wir gehen Blue Side, genau wie Game 1. Und guess what, Chat? Wir picken einfach das Thunder First Pick. Gibt es Faker? Der hat jetzt schon das Matchup auf der Alcorki-Seite in Landing Phase gewonnen. Das ist absolut illegal. Der wird das Matchup in Tristana-Seite auch gewinnen. Und dann gibt es Geld da halt auch, statt aus Geld zu werden. Also es ist ein ziemlich simpler Draft-Pick. Sejuani ohne Medi Toplaner und so, es ist schon nicht so geil. Aber das Ding ist, unser Draft war ja schlechter. Haben wir auch gesehen im Late Game. Aber wir haben trotzdem Early Game gewonnen und durchgezogen. Wenn wir einfach nicht trollen, ist so easy winnable, by the way. Ist so easy winnable. So easy. Just don't troll. 5300 Gold war T1 vorne in der 16 oder so. Dann haben wir beim Nash gegrieft und dann gehen wir zwei Nashes ab, Game verloren. Also es war schon in den Händen von T1.